Herzlich willkommen im neuen Weekly und ich nehme dich jetzt direkt mal mit in unser Spätschicht-Meeting. Die Spätschicht ist ein überregionales Format zum Tag der offenen Tür. Also verschiedene Unternehmen hier in der Region öffnen ihre Türen. Wir sind auch dabei. Infos findest du über den Link in der Videobeschreibung und wir bieten da so Rundgänge durch die Firma an. Und du hast auch die Möglichkeit, dich hier mit unseren Expertinnen und Experten vor Ort auszutauschen. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze so im Detail organisieren werden. Komm mit! Judy und ich haben eingeladen, um einfach nochmal abzusprechen, wie der aktuelle Bearbeitungsstand ist. Wer noch Rundgänge machen würde, bisher habe ich nur drei, du bist schon dabei. Ich würde auch einen machen. Du möchtest auch einen machen, super. Die Mom wollte, glaube ich, auch einen machen. Ja, die steht auch noch in meiner Liste. Dominik, Ines, Erik und Judy. Führungs. Was, Führer? Ja. Oh, wei. Oh, Verzeihung. Fangen wir an mit dem Bearbeitungsstand. Nino, bei dir weiß ich ja und Nick, dass ihr schon soweit seid, da könnt ihr vielleicht anfangen. Zwecks der Anlage, da würde ich mich jetzt einfach drum kümmern mit Mario. Ich würde dir da einfach das Angebot dann zukommen lassen, sobald ich das erhalten habe und dann guckt man da einfach weiter. Es geht um die Lichtanlage oder auch um Ton und... Ton und Lichtanlage. Dann machen wir uns doch mal irgendwie einen Spot aus, wo es dann am besten wäre mit dem DJ-Pult und der Traverse, damit wir euch dann hier irgendwie in der Quere stehen. Machen wir. Also für alle nochmal zum Hintergrund, Plan ist der, dass die Messetraversen in der Produktionshalle aufgebaut werden und dort dann so der Mittelpunkt ist und dort der Nino und der Nick abwechselnd Musik auflegen. Kriegen wir da noch eine Playlist oder wie ist da der Plan? Kann ich machen, ja. Ich möchte bitte, wir sagen Dankeschön. Ja, das haben wir schon gehört. Die Traverse hat ja vier Seiten, da würde ich nur die Seite hinter euch zumachen. Da denken wir uns was aus. Die Maß haben wir. Bauen wir die in 3x3 oder 4x4 Metern auf? Genau, der Erik wird auf jeden Fall nicht in die Designentscheidung einbezogen. Das finde ich total super. Okay, und ihr kümmert euch darum und auch wieder um den Abbau, ja? Genau, also wer genau wann wo ist, kommt ja auch auf die Uhrzeit an, die ich kriege. Je nachdem machen wir das, aber wir sind ja vier Leute und da vier Stunden, vier Leute kriegen wir hin. So, hallo und herzlich willkommen. Wir gehen uns jetzt mal in der Folie umschauen, denn wir ziehen aktuell um und schauen einfach mal, wie da der aktuelle Stand ist. Gehen wir mal gucken. Wie ihr vielleicht sehen könnt, es hat sich hier einiges geändert und wir bauen gerade um und da nehme ich euch mal mit. So, jetzt gehen wir mal noch in die alte Folie gucken, wie es da jetzt aussieht, weil mittlerweile hat sich schon viel bewegt. Ja. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr da, wo es war und voll am Umräumen, wie ihr seht. Ja, so kann das aussehen.